Damn. Yeah. Hallöchen, ja, am Thumbnail habt ihr wahrscheinlich schon gesehen, es geht heute um den Hobbyraum. Es war alles anders gedacht. Ich hatte ja damals das Video gemacht mit dem Dachboden etc. pp. Wir haben uns aber jetzt schlussendlich doch umentschieden und sind jetzt in den Keller gezogen. Beziehungsweise ich habe das mit meiner Frau durchgesprochen und Dachboden ist dann doch, ja, hier unten habe ich schon doch noch mehr meine Ruhe am Ende. Und wir zoomen jetzt hier mal so ein bisschen raus. Ich hoffe, das geht vom Wackeln her. Ich habe die GoPro jetzt so in der Hand. Das ist jetzt meine Box, sozusagen. Das kennt ihr ja. Wir schwenken jetzt mal hier hin. Hier kommt man rein. Ganz unspektakulärer Keller. So sieht das dann aus, das Ganze. Wir haben hier hinten so meine normale Werkzeugecke, wo ich mich so hinsetze und mein Zeug mache. Hier oben haben wir noch ein bisschen Staufläche. Da stehen noch so ein paar große Werkzeuge. Ein Müllkorb, wie sich das gehört. Und ein wunderschönes Fenster, wo ich sehen kann, ob Tag und Nacht ist. Ja, einige Leute haben sich das echt gewünscht, dass ich da weitermache. Leider kam viel dazwischen. Ich hatte viel zu tun, privat als auch beruflich. Hab mich dann sehr, sehr zurückgezogen, wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt. Und ja, hab halt viel mit Freunden und Kollegen gemacht, wie zum Beispiel meinem Besten, den Laser, oder den Jungs von UMB. Julian, sei gegrüßt, Julian. Grüß deine Mom nochmal. Lars natürlich, Laser, wie gesagt, Sascha auch oft. Und haben so ein bisschen gezockt und mal Modellbau sein lassen. Alles mal ein bisschen Abstand gewinnen. Und ja, jetzt, wie ihr seht, bin ich wieder da. Zweite Video ist. Mal sehen, was noch kommt. Und da das Video sich ja Roomtour schimmt, fangen wir halt einfach mal an der Tür an. Tür, wunderschön, Holz, Lampe, Steckdose, ja, nee, Spaß beiseite. Fangen einfach mal hier an, wenn man reinkommt, sieht man als erstes linke Hand, ja, so eine selbstgebaute Standbohrmaschine. Billigste, oh, ziemlich staubig noch. Ich habe gestern gesägt, zeige ich euch aber gleich. Billigste Bohrmaschine, 20 Euro, Baumarkt, Gedöns, reicht für sowas durchaus. Hat genug Drehzahl, hat glaube ich 800 Watt oder sowas, keine Ahnung, reicht auf jeden Fall. Für das, was ich mache, nämlich neben meinem Modellbau noch ein bisschen zum Runterkommen, so ein paar Holzarbeiten, wie man hier sieht. Und ja, damit habe ich jetzt wieder mehr oder weniger ein bisschen angefangen und naja, okay. Kleine billige Tischkreissäge, die bald wegkommt, weil die geht mir auf den Sack. Schraubstock ganz normal, ist noch nicht fest. Ich bin noch nicht lange hier unten, deswegen. Ein paar Schraubzwingen, Anschlag liegt hier rum. Hier unten sind ein paar Schlagdübel, Listerklemmen, Bohrerset, Delta-Schleifer liegt hier rum. Stechbeitel, so ein paar Rake und so. Kunststoffhammer, Holzleim, ein paar Nägel. Öl, Holzöl, Maragoni-Farben, oh, Zimmermannshammer, Schräubchen und solche Sachen. Da hinten haben wir noch, ja, so eine Gärungssägenhilfe, Dingsbumskirchen. Hinten haben wir noch selbstgebaute kleine Kreissäge. Da macht man eine Bohrmaschine, hier vorne spannt man die ein, hier so. Und dann hat man quasi eine Tischkreissäge. Aber es läuft nicht ganz rund. Deswegen habe ich mich umentschieden. Habe mir doch eine andere gekauft. Ja, hier sozusagen die Müllecke. Hier noch ein bisschen altes Spielzeug. Bruderbagger und kleinen LKW. Ja. Schöne stylische Wasseruhr. Hier sieht man, was wir gerade verbrauchen beim Wäschewaschen. Ja, hier ist halt die Box. Ja, schön ist anders. Hab extra hier oben die Wand, die war weiß, habe ich extra offen gelassen. Das ist ein bisschen reflektiert hier.
Und ja, könnt ihr selber entscheiden, wie euch das Bild gefallen hat. Ich finde es ganz gut. Reicht auf jeden Fall aus. Hier oben, wenn man es erkennen kann. Ja, es geht. Mein Lipo-Koffer. Hier haben wir eine Wasserwaage, eine große. Steht nur Stativ, liegt hier oben und GoPro, ein paar Räder, ein paar Kartons. Hier haben wir noch so ein paar andere Sachen. Silikonspritze. Hier ist zum Beispiel noch Zeug drin für die Speed Challenge, für den Gewinner. Dann können wir mal in diese Richtung hier. Ganz unspektakulär hier ein paar Bretter an der Wand gemacht und daran mein Werkzeug ordentlich aufhängen kann. Wie man sieht, ja, ich mag es halt aufgeräumt, mein Werkzeug, dass ich immer gleich weiß, wo was ist. Meistens glaubt man hier unten nicht, aber so ist der normale Zustand. Ja, hier hängen noch so ein paar Schlüsselbänder, Thunder Tiger Mütze, wo ich damals den Schakal von Thunder Tiger bekommen habe, habe ich auch ein Cappy dazu bekommen. Die hängt hier als Andenken quasi. Ja, Lichter. Hier hängt auch noch so ein paar Gedöns von Loot Chest Zeit. True Night Lampe. Mein Ladegerät. Das habe ich auch schon ewig. Das hat mir der Nathan mal an Mann gebracht. Liegt noch ein Taschenmesser. Liegt noch mein Notizbuch. Mein Bleistift. Ein Radio. Das ist echt top, das Radio. Das ist von Amazon, kostet irgendwie um die 20 Euro, kann Radio, hat USB-Anschluss, also MP3-fähig, Micro-SD und man kann per Klinke das Handy anschließen. Mega cooles Teil mit Fernbedienung sogar. Weil das Ding hat sich echt gelohnt. Finde ich echt cool. Da hinten ist noch so ein bisschen Chaos. Das war heute der Sven da mit seinem Rave. Da haben wir ein bisschen gearbeitet an dem, gelötet und solche Sachen. Ja, wie gesagt, können wir hier mal kurz durchgehen. Hier ist nichts Spektakuläres. Hier ist nochmal so ein Rakel-Set für 1 € von Teddy oder wo das her ist. Lötzinn, ein paar Klebeband, verschiedene Scheren, Isoband, rechter Winkel, was man halt so braucht. Und so ein bisschen Panzertape. Ja, was haben wir hier noch rumstehen? Jetzt hat mir ein Abonnent zugeschickt. So ein paar Scale-Sachen liegen hier auch noch ein paar rum. Können wir mal mit zu dem Roof legen, den mir das dann mitgebracht hat. Ein paar Dremel-Sachen, ein paar Öle, ein paar Schubfächer, Akkuschrauber liegt hier rum, ein paar Batterien, Bits, Aufsätze, was auch immer, Elektrikerschraubenzieher, hinten liegen noch ein paar Öle rum. Hier ist mein Batera. Ja, Laser, mein E-Kippchen. Ja, da hinten habe ich noch so ein paar Kartons hingestellt für JP und so, Cappies und solche Sachen. Waren da mal drin. Ja, und hier drunter ist noch richtig Chaos, liegt nur ein Rucksack, Dremel, Kartons, noch Restholz, was ich noch hier habe. Hier ist auch noch Holz, Kartons, die sind auch noch voll, die habe ich noch gar nicht ausgepackt vom SX10. Das ist nur der Karton und vom Vatera. Da ist auch noch haufenweise Zeug drin. Dazu bin ich noch überhaupt nicht gekommen, das irgendwie mal auszupacken. Hier in dem Schrank, der ist auch komplett voll. Hier ist Kameragedöns und sowas drin. Auf der anderen Seite haben wir dann so Kabelbinder und so kleines Zeug. Auch so einen kurzen Überblick hier von 7 bis 22. Ein paar Schlüssel. Das schöne VIA-Werkzeug. Vom Set, vom Weihnachts-Set-Dings. Hier haben wir noch die Turnergy-Dreher. Hier sind die Aeromax. Die hängen hier oben rum. Kann man so schön aufhängen. Ja, hier haben wir noch eine Box. Die habe ich für meine Frau gebaut. So auf alt gemacht. Da will sie so Deko-Zeug reinmachen. Da will sie irgendwie so Steine reinmachen und so. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Die hat gerade noch mal die zweite Ölung bekommen. Mal schauen, wie das dann wird. Ja, das war's eigentlich soweit von dem Keller. So sieht das halt zurzeit aus. Wenn ich das nächste Mal irgendwas machen werde, werde ich vielleicht mal die Kamera laufen lassen. Laser wünschte sich das ja, so im Finn-Kliman-Style, so ein bisschen chaotisch hier zeigen, wie ich das gebaut habe. Also es ist alles sehr stabil hier.
sind hier nicht dicke, das sind 12 mm MDF-Platten. Aber dafür halt schön Unterbau an der Wand festgedübelt. Vielleicht kann man es erkennen. Sieht man nicht. Na, hier der Putz. Ich wollte es eigentlich neu verputzen komplett. Aber ich dachte mir, das hat irgendwie Charme. Ich denke mal, das bleibt so. Hier oben die Löcher, die werde ich vielleicht mal zumachen. Aber ansonsten, ja, es wird langsam trocken. Der stand halt ziemlich leer, der Keller. Jetzt mit dem ganzen Holz. Das Holz saugt natürlich ein bisschen Luftfeuchtigkeit auf. Und dadurch wird der Keller dann auch wieder an sich ein bisschen trockener. Ist halt nur die Raumfeuchte, wenn man so will. Ja, das soll jetzt soweit eigentlich gewesen sein. Dann habt ihr auch mal wieder einen besseren Eindruck, was hier so Phase war und warum, weshalb, wieso. Jetzt sind wir soweit durch. Und ich kann mich wieder mehr meinem Hobby widmen. Wie gesagt, der bekommt jetzt noch eine andere Karo. Ich bin mir aber immer noch nicht sicher, was. Ob nun wirklich ABS oder ob wieder Lexan, Proline oder X-Raw Speed oder Boom Racing oder was auch immer. Ich habe keine Ahnung. Ich werde sehen, was ich da mache. Und ja, hier haben wir noch das GoPro-Zeug, aber das habe ich jetzt nur mit runtergenommen, weil ich die GoPro ja in der Hand habe. Ja, dann verabschiede... Oh mein Gott, ich bin dann richtig sprachbehindert, aber egal. Dann verabschiede ich mich mit dem gewohnten Blick auf den Tisch und würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.